Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Running Red, wieder mit der Icely. Hallihallo, am und, Farmen. Und dem Maxi am Chillen. Nasepopeln. Am Nasepopeln. Am mal wieder nichts tun, sagen wir mal so. Ne? Ja, ich mach gerade Holz, damit die neue Stöcke haben. Ja, sag ich doch, nichts tun. Neue Stöcke. Und Zeit, den Hinter zu versohlen. Yeah, ich mag das. Was er nicht weiß. Ich verschweige ihm das, damit er nicht aufhört. Ich mag das. Nein, ich mach momentan immer noch die Battle Arena auf Epic Battleness. Obwohl die ersten Sadomisten damals entdeckt haben, dass sie auch sowas stehen, als sie in der Schule damals einfach mit einem Rohrstock verprügelt worden sind vom Lehrer. Ganz ehrlich, hat man früher schon so gedacht, damit das ein Dings ist, eine sexuelle Ausrichtung, also ein Fetisch. Ja, man hat zumindest bemerkt, dass man es geil findet. Gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Aber es ist halt dieses, man hat es einfach noch nicht, das Wort, glaube ich, gab es noch nicht so in dem Sinne. Nee, glaube ich auch nicht. Und auch der Ofen, ich meine, dass man so weil offen früher hat man ja auch als Schwuler nicht gewusst. Verkehr und ähnliche Aktivitäten spricht, ist ja auch erst seit dem letzten 20, ja. 30, 40 Jahren. Vor allen Dingen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Homosexuelle seit mehreren Tausenden von Jahren gibt. Ich wollte gerade sagen, also aber, gerade aber, ich sag mal, Homosexualität oder gleichgeschlechtlicher Akt ist schon in der Antike dokumentiert worden. Es gibt wirklich Wandgemälde, alte griechische Wandgemälde, wo mehrere Männer nur Orgie feiern. Also das ist kein, die Männer mal, die Griechen mal wieder da. War die ja Griechen mal wieder. Das war ja klar. So, der Raum ist fertig. Sehr cool. Ich baue noch eine Tür und ein paar Half-Steps, damit da echt nichts spawnen kann. Sonst wird das echt zu crazy. So. Und die andere Seite ist auch schon fast der ganze Gang, den wir gebaut haben mit Half-Steps. Oh, hi. Nett. Das dauert aber voll lang mit der Gießkanne, ne? Ich weiß. Aber dann brauchst du das wertvolle Bone-Meal nicht, theoretisch. Das liegt schon seit so vielen Folgen bei uns in der Kiste. Blapp. Ah, nö, ich glaube seit der ersten Folge oder so. Ja. Haben wir gar kein Holz mehr? Das Holz ist uns ein bisschen zu Neige gegangen. Toll. Ist ja kein Problem, kann man ja unendlich neu machen. Ich brauch nur eine Tür. Ja, warte, du kriegst eine Tür, ich kann ja machen hier. Voila, ich krieg eine Tür. Hier, den Kopf. Dankeschön. Ihr müsst einfach die Planks, wo da in der Kiste sind, die Holzplanks in den Altar schmeißen. Ja, aber da hätte ich jetzt aber keine Lust drauf. Ich wollte jetzt meine Arena fertig bauen. Ist noch sehr wenig, was ich hier machen muss. Und keine Lust ist ja immer so eine Ausrede, ne? Hm? Keine Lust ist ja auch immer so eine Ausrede. Keine Lust zu farmen. Keine Lust ist keine Ausrede, sondern... Was möchtest du denn lieber machen, Eisli? Ich möchte lieber zu der Insel kommen. Aber ich mag nicht im Nether kämpfen. Noch circa... ich muss kurz in den Nachrichten. Die spawnen ja doch auf diesen fucking Half-Steps! Nein, oder? Haha. Habt ihr euch die ganze Mühe gemacht? Wie gut, dass ich keine Half-Steps gesetzt habe, damit nichts spawnt. Ist ja blöd. Ah, nee, du meinst diesen einen Zombie-Pigman? Ist da einer nur? Es ist nur einer. Ja, den habe ich von mir rübergescheucht. Achso. Ich wollte dich gerade hauen. Hab ich gerade rübergesetzt. Ja, das ist kein Problem, ne? Nee, also, nee. Ist ja gut. Seid ihr böse? Ja, ich sag nicht böse heute. Okay. Geht mal aus dem Weg. Jo. Ich weiß, ihr würdet gerne kuscheln, ihr Zombie-Pigments, aber heute keine Liebe für euch. Oh, keine Liebe für Zombie-Pigments. Ist aber böse. Keine so, Liebe für Zombie. Oh, keiner mag Zombie. Ich krieg immer wieder zu hören, ich kling wie er. Du? Ja. Finde ich ja immer ganz schön frech eigentlich. Echt? Also ich finde den Typen, also jetzt, der macht nichts schlecht, aber es ist einfach nicht meine Art von... macht gute Arbeit, aber ich schaue es mir persönlich nicht an. Ist halt nicht dein Niveau, wolltest du damit sagen. Dieses hat das dem Rest gegeben. Naja, so. Battle Arena ist fertig. Wollt ihr euch die mal anschauen? Spinne. Gleich, ich bin gerade oben bei der Farbe. Die ist so heftig geworden. Und dann mache ich da noch einen richtigen Ring draus. Boah, wie so ein Boxring. Boah, das wird fresh, das wird richtig fresh. Geil. Haben wir Zäune? Ja. Oh, kann man nicht in diesem Modpack sogar Zäune machen, die sich, die so verbunden sind durch
Seile? Geht das nicht? Musst du in der Many Not Items Links da rumsetzen? Ja, 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 okay, gerade. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe nur noch neulich mal eine Mod gesehen und ich meine, dass das hier auch geht. Block entfernter Fans, Item sammelt hier. Warte mal, auf Half-Steps kannst du aber nicht schleichen ordentlich, ne? Weil dann fängst du trotzdem über die Kante, oder nicht? Oh, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Probier's aus. Wir haben eh noch 9 Leben. Nein, mach doch unten drunter einen Block. Mach das doch in oben und probier's oben zu schleichen. Nee, ich finde hier leider nichts. Schade, aber das wäre echt cool gewesen. Haben wir noch ein bisschen Holz, was ich verbraten kann für meinen Ring? Oder geht das? Ja, oder musst du halt gucken. Ein Ding in der Kiste. Holz kannst du so viel nehmen, wie du willst. Wow, wir haben noch wir haben noch so viel Holz, ne? Ein einziges. Dann mach sie einfach in den Blutaltar. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Fences gesehen und die bauen wir dann mal zusammen. Toll. Das spawnt dieser Zombie-Pigman auf dieser einen einzigen Stufe, die ich nicht gemacht habe. So. Okay, aber mal ganz davon abgesehen, dieser Steg muss noch, wir müssen noch mindestens 400 Klötze den Steg ausbauen. Ah, perfekt. 400 Klötze? 400 Klötze, und das ist alleine nur die Fläche zum drauflaufen, außer wir fangen an schräg zu bauen. Ich fange an, schräg zu bauen. Aber das Problem ist, jetzt bin ich am Ende angekommen. Jetzt muss ich mich immer wieder rauswagen und da fliegen Fledermäuse rum. Die einen angreifen. Das ist nicht so gut. So, geh mal weg, da. Geh weg. Geh weg. Da geh hier hin. Da. Mach mehr Fledermäuse. Boah, die wird so nice, die Arena. Ohne Witz, die wird so nice. Ich hab gedacht, du bist fertig. Hast du es nicht? Ja, aber jetzt kommt noch die Verfeinerung. Ich hab ja. Was hab ich jetzt? Achso. Jetzt kommt noch. Jetzt werde ich die noch ein bisschen designen. Ja, ich hab ja so ein besonderes Auge dafür. Wird mir öfter gesagt. Das Designer-Auge habe ich. Und da kommen jetzt noch ein paar Zäune hin. Ein bisschen Wolle, damit es geil aussieht. Ne? Und dann sind wir alle zufrieden. Außer ihr. Weil ich euch bei nichts helfe und immer nur meine Scheiße mache. Tja. Okay, das wird wirklich. Das ist jetzt der nervigste. Der nervigste was? Also, das ist einfach jetzt den Steg weiterbauen. Mit diesen Half-Labs, weil du einfach. Ich habe keine Ahnung, ob man da runterfällt oder nicht. Das muss ich jetzt wirklich mal testen in der Oberwelt. Und da sind überall diese fliegenden Gegner, die halt einfach dich runterschubsen. Ja, diese Wisps, ne? Können wir die nicht Pixies nennen? Weil die sehen irgendwie aus wie Pixies. Oder? Da kann man. Doch, verstopft einen. Okay. Geht das? Geht das? Kann man. Kann man streichen? Da kann man schon mal keine Angst haben, dass man da runter okay. Ich brauche nicht einfach einen Zaun mit mir, Luft. Hm? Seite. Wo? Ja. Wo? Bitte? Bei in meine Battle of Arena of Epic Battle. Hier, direkt vorm Portal. Es kann sein, dass ich den gesetzt habe, aber ich habe eigentlich keinen gesetzt. Ich habe mich nur, guck mal, ich hatte 6 dabei. 4 habe ich gesetzt, dann hatte ich plötzlich nur noch 1. Allerdings ist mir das aufgefallen, als ich noch in der Unterwelt war und gerade rausgegangen bin. Wahrscheinlich hat er sich da irgendwie durchgebackt. Aber der Junge ist schon cool. Dass Klötzer durch ein Netherportal kommen, ist mir neu. Ja, mir auch, aber ich hatte plötzlich ein weniger und der hing da dann in der Luft. Also, was soll das machen, ne? Ist die einzige logische Erklärung. Also, Brote sind drin im Dingsterbumster in der Kiste. Cool. Ich hab 10 Stück raus. Ja, das reicht erstmal. Aber ich hab viel verfüttert an die Kühe, damit die schöne Babys machen. Also, verstehe ich euch richtig, dass bei euch dieses Chopwood nicht aussieht wie ein Kompass? Nein. Ja. Immer noch. Echt? Selbst wenn ich ins normale Texture Pack gehe. Ich bin im normalen Texture Pack. Ich auch.
Ja, aber selbst wenn ich ins normale Texture Pack gehe, sieht es bei mir aus wie ein Kompass. Es sieht bei mir einfach aus wie ein Kompass. Der sich auch immer dreht und so ein Scheiß. Deswegen, das sieht total bescheuert aus. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie Holzbrett. Flache Bretter. So, ja, das ist natürlich cool. Oh, Icy, was hast du denn gemacht? Eine Farm, damit wir Essen haben. Echt? Come on, ey, ihr scheiß Fledermäuse. Denkst du, ich bleib untätig? Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich ums Essen. Nichts vor ungut, ne? Aber auf dein Wort, du. Nee, ich hab nur gesehen, dass du hinten irgendwas baust, aber ich hab nur dieses Feld hier gesehen. Und dass das so groß ist, wusste ich nicht. Ja, hast du alles... hätte ich noch mehr Dirt gehabt, hätte ich es noch größer gebaut, muss ich sagen. Hast du alle Sachen von drüben von der Farm rübergenommen, oder? Nee, drüben sind jetzt nur noch Melonen. Melonen? Zitronen? Muss auch irgendeine bessere Methode geben, diesen Kack zu bauen hier, als das hier. Vielleicht haben die netten Leute, die uns zuschauen, vielleicht eine Idee, was wir denn da tun können, wie wir das Nether bauen können, ohne zu sterben. Das Problem ist, du gehst einen Schritt halt raus und wirst direkt von irgendwas angegriffen, sobald die den nächsten Klotz setzen. Ja, das ist fies. Es fliegen hier so viele Viecher rum. Was für eine Rüstung hast du denn? Eine Eisenrüstung, aber die geht halt auch irgendwann kaputt. Ja, aber Eisen ist eigentlich schon gut, weißt du? Da... Heute bin ich mal mit Jono mit Download. Schaden. Das geht mehr darum, dass die halt theoretisch, wenn sie in den Tunnel reinfliegen, schubsen nicht runter mit dem nächsten Schlag. Jo. Ey, das sieht cool aus. Mit dem Specs Texture Pack sieht unsere Welt echt fresh aus. Cool. Na gut. Was wollte ich machen? Ich wollte mir Fences bauen. Wie kann man Fences bauen? Mit Sticks, ne? Ja, oder ist das schon auf der 1.8? Dann brauchst du auch Bretter. Probier es erstmal nur mit Sticks. Ja. Also ich leg mir mal die Hälfte zurück. Wie muss das sein? Ja, das funktioniert nur mit Sticks, alles klar. Wie kann man eigentlich ganz schnell die Blöcke immer setzen? Das ist immer so nervig. Wie ganz schnell die Blöcke setzen im... klicken? Ja, aber ich hab irgendwo mal gesehen, dass es auch irgendwie schneller geht. Weißt du, wie ich meine? Nein. Also man kann ja die rechte Maustaste gedrückt halten und dann kann man ja rüberziehen da, wo man das haben möchte. Ja. Aber man kann das ja nur einmal machen. Man kann ja nur einmal rüberziehen sozusagen. Da muss man das einmal loslassen und nochmal neu klicken, damit man das nochmal komplett neu machen kann, weißt du? F gedrückt halten. Alter. Ich komme hier rein. Und stecke im Portal fest? What the fuck? What the fuck? Ich stecke im Portal fest. Ich komme weder raus. Dann hängst du in den Kabels wahrscheinlich dahinter, die du da hintergebaut hast. Das Problem ist, nur draußen sind Gegner. Ich muss jetzt einfach ins Leere kloppen. Ja, warte kurz, ich komm mal eben zu dir. Jetzt. Nein, nein, nein. Oh, ich Idiot. Jeps. Da ist irgendeine komische Spinne bei uns auf der Zuhause-Plattform und du bist schon wieder gestorben. Ja, was kann ich denn dafür? Was hast du gemacht? Jetzt mal ohne Witz, ich kam raus und wurde geschlagen. So, und dann habe ich die Spinne geschlagen und sonst wäre ich eh gestorben. Ich wäre so oder so gestorben, allein schon, weil ich im Nether festgebackt bin. So, und dann, die Spinne hat mich nämlich da drin die ganze Zeit attackiert. So, dann habe ich die Spinne geschlagen und dann lief mir da so ein fucking Zombie. Ja, sollte man die Battle Arena nicht direkt hinterm Portal machen, wo man sie außerdem in die Mauer da, da kann doch keiner spawnen. Da kann ja keiner spawnen. In der Battle Arena nicht. Ja, da sind überall Half-Steps ausgelegt. Ne? Also... Ja. Hier rennen so viel Zombie-Pigments rum. Wo kamen denn gerade die ganzen Zombies her? Ja, von dir wahrscheinlich. Nee, die sind wahrscheinlich da in der Mitte gespawnt. Vor dem Portal direkt. Ja. Ja, okay. Weißt du, und dann stand ich halt im Portal. Ich schubse auch noch ein paar wieder in den Nether zurück von der Insel. Jetzt kann ich da aber nicht mehr rein, ne? Da, wieso nicht? Weil die jetzt im Nether sind und da aggressiv. Ich stehe direkt vor der anderen Seite des Portals. Alles klar. Das Problem war halt, die Spinne hat mich immer wieder zurückgestoßen ins Nether-Portal. Kannst du mir kurz mein Stein hier aufbrechen? So eine Axt, warte. Hier. Ach, danke. Und,
Du musst auch wieder Stein. Ich warte mal kurz, jetzt mach ich hier wieder hin, wenn ich damit du. So, okay. So. Du kannst den Stein nicht anwählen. Ach, nee, kann ich. Oh, sorry. Du musst hier und auf den Stein hier. Den? Der Grabstein steht. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Nee, nach vor. Ah, okay. Ach so, okay. Ja, ich wurde halt immer wieder zurückgeschlagen und so ein Scheiß und dann musste ich halt, ich wäre so gestorben. Das Einzige, was wir machen können, wäre noch die, den Portalraum da, denn mit Half-Slabs ausfüllen. Ja, das kann ich kurz mal machen. Ich glaube, ich hab's noch ein paar dabei. Ja, ich hab noch einen Stack dabei. Ich komm auch mal zu euch, ich hoffe, ich stört nicht. Nee, ist alles gut hier. Hier ist alles, bei uns ist alles cool. Wieder Mäuse! Und die... Ach scheiße, jetzt sind die ganzen Zombie-Pigments ja Akku. Warum setzt du das nicht eins runter? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier. Alter! Achtung! Oh Mann, Eisli! Jetzt setz den da. Und du fragst dich immer, warum ich immer so viel sterbe. Warum bloß? Ich arbeite einfach mit dir zusammen. Ja, ich bin auch an jedem Tod, wo du gehabt hast, verantwortlich. Ja. Ach, come on, ey. Okay. Du baust ab, ich baue hin, okay? Ich hab doch gerade gesagt. Leute, wir sind wieder bei 16 Minuten, by the way. Ja, wir machen das noch kurz fertig. Alter! Ashley! Jag mir nicht solche Angst ein. Bist du? Alter! Vielleicht auch unter euch. Achtung, hinter dir! Ja, ich soll das doch machen! Kannst du dich mal auf die Kiste stellen? Bleib doch mal an einem Ort stehen, ja. Rumzulaufen, wie so ein Irrer. Ja, wenn heißt dies war am Weg. Setzblöcke. Okay, Baby. Da unten ist eine Flammenfledermaus. Achtung, falls sie hochkommt. Naja, da kann ich ja eh nichts spawnen. Ah, Vorsicht ist Vorsicht, ne? So, Hamas, jetzt wolltest du mir die Battle Arena zeigen? Ja, jetzt kommt die Epic Battle Arena auf Epic Battle. Wo nichts drin ist, spawned. Also, ahnt ihr die? Hier kommen noch die Zäune hin. Dann hat jeder Fighter hat hier seine eigene Ecke, wo man sich hier kurz warm laufen kann. So, und dann geht man hier in die Mitte und und dann gibt's rechts, links, links. Du willst die Battle Arena bauen für PvP-Kämpfe zwischen uns. Nein. Das heißt es aber abschalten. Für Gegner. Wie ist denn halt bei Peter Lustig? Okay. Ja, Peter Lustig. Gibt's nicht mehr. Nicht? Ja, da heißt er jetzt Fritz Fuchs. Mhm. Genau, Fritz. Und Keks heißt der Hund. Oh, das ist doch böse. Mann, wie kann man so eine gute Sendung vergewaltigen? Ich meine, es ist nicht schlecht, es ist halt aber nicht mehr Peter Lustig, ne? Peter Lustig hat es halt verkörpert. Ich möchte das YouTube von vor 6 Jahren zurück. Oh. Ich möchte, dass das Internet so aussieht, wie es damals am Anfang aussah. Ja, so informativ und so viel besser als jetzt. Na gut, ne, Leute? Ja. Arrivederci, sayonara, man sieht sich. Mach's gut, tschüss.